Willkommen zurück zu Wolfenstein, The New Order. Ich habe gehört. Wir haben eine Schrot bekommen. Die Herren. Hier kommt die Krankenschwester. Da drüben! Bam! Freunde. Wir können doch reden. Aha. Freunde. Was ist denn mit dir los? Wir können doch über alles reden. Das sind doch ganz normale Menschen. Ey, reden habe ich gesagt. Wer nicht redet, recht Ärger. Wow. Wow. Alle, die müssen reden. Türe auf. Ein Verrückter mit einer Knarre. Reden. Reden! Wo kommst du denn her? Das reicht aber. Freunde! Ich will doch bloß reden! Reden! Mal ganz kurz in Deckung. Reden! Ich glaube, die lassen nicht so gern mit sich reden. Reden! Oh, ich glaube, wir haben keine Muni mehr. Ah, doch, haben wir noch. Können wir nachladen? Ich kann nicht nachladen gerade. Naja, egal. Ah, Dankeschön. So, Freunde, wie sieht's denn aus? Ha? Wie ist die Maus gerade ein bisschen schneller? Ich weiß gar nicht warum. Okay. Dankeschön. Oh. Nice shot. Anja. Oh. Okay, Moment. Mal ganz kurz. Laden Sie mal nach! Mehe. Au. Drecksviecher. Oh. Nice.
Anja. Na, auch mit dir. Komm schon. Stirb! Fixer. Sag adios! Tschüss! Sind Sie ein Soldat? Können Sie kämpfen? Wer sind Sie? Wir stimmen William J. Blaskowitz. Ranger, Army, USA, tut mir leid. Mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Das. Oma und Opa. Onkel und Tante. Keine Ahnung. Irgendjemand ist da noch. Ich bin ein dreckiger Wichser. Du Ficker. Nein, nein! Schnauze. Und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken, wenn ich sie rauslese. Wir haben 1960. Hoi. 1960? Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Es ist 1960. Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich nein, noch lebe. Nein, der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Bombe! Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Den gibt's immer. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Unser Freund. Ah, unser Freund im Keller. Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator. Im Dienst von General Strasse persönlich. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Nee. Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Ja. Ich werde Ihnen, der Schwester und Ihrer Familie gegenüber milde walten lassen, wenn Sie mich sehen lassen. Bla bla bla. Sie haben mein Wort.
Dein Wort kann mich hier hinten. Was brauchen wir? Spritzschutz benötigt. Was haben wir denn hier? Eine Brille. Verfluchter Engel. Du hast doch keine Chance. Warum hörst du nicht zu Schwachkopf? Keine Ahnung. Vielleicht, weil du so unsynchron redest. Kann ich dich nicht verstehen. Brief. Ramonas Brief. Was haben wir denn hier? Einen Spritzschutz. Ist Ihnen überhaupt klar, wer ich bin? Sie sollten lieber aufhören und mich sofort freilassen. Bla bla bla. Wollen wir doch. Verdammte Ära, verflucht doch mal! Ach Mensch, mein Freund. Ich frage Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten, denn falls nicht, mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert? Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es gibt keinen Widerstand! Zur Hölle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand! Wie war das? Was sollen Sie wissen? Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis. Aber Sie werden es niemals schaffen. Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach Ihnen. Nach Ihnen und der Schwester. Bald werden Sie hier sein. Und dann winseln Sie um Gnade. Nix mit Gnade. Fertig, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Bursche, Herr Blaskowitsch. Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel, nicht übel. Der Opa. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Schon verstanden. Gut. Gut. Los, fahren wir. Nach Berlin. Auf nach Berlin. Wir bitten dich, sei gnädig, Herr. Denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße, lautlosen Atem. Und schütze uns vor dem Sturm. Nehmen Sie meine Hand! Straße! Nicht sicher! Sie töten! Die Soldaten! Hier! Ich bleibe beim Wagen! Nein! Unterbleiben! Wir warten hier auf Sie! Töten Sie alle! Alles klar! Ich rede wie du! Mit meinen Freunden anzulegen. Wir haben wertvolle Fracht und müssen einen Zug erwischen. Wertvolle Fracht, Los! Erschießen Sie sie! Ja! Was war das denn? Irgendwas Gewehr. Warte, ich drück mal J. Aha. Okay.
Wir können also auch Sachen ausrüsten. Das zum Beispiel über deine Gesundheit, um 200 zu erreichen. Schalten wir also frei, wenn wir bestimmte Sachen tun. Okay. Sammelbar. Tutorials, bla bla bla, nee. Bla bla bla. Ja, ja, ja. Naja. Gut. Haben wir eine bessere Lösung durch den Abfluss geheim. Wir machen mal wieder eine Version. Okay, wir haben nur die laute Knarre. Das heißt, wir brauchen ein Messer. Wir brauchen das Messer für die Mission hier. Okay, ich gehe erstmal hier rein. Okay. Sie knallen 21 Meter, 18 Meter. Kommt nicht näher. Es steht also. Dort Health. Nice. Mit Schalldämpfer? Ah, ne. Schalldämpfer war schon drauf. Okay. Gut. Nicht. Geht weg. Oh, fuck. Ich soll runterkommen. Los, Männer! Ihr werdet angegriffen! Wie zum verdammten Geier. Schlägt Alarm. Ist doch Kacke. Und die Klappe. Hingeschrieben. Ja, mal ganz kurz in Ruhe hacken. Ja, wo ist denn unser Pfeilchen? So. Tür auf. Guten Tag. Bla 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 bla. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Freunde, nicht so stürmisch. Au, 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 au. Alter. Kann ich jetzt endlich mal hier hoch? Geh da hoch, geh da hoch, geh da, geh, geh, geh hoch. Let's. Ein Schniepergewehr! Scharfschützengewehr! Ich wollte gerade sagen, wenn die Granate hier hochkommt, dann ist aber irgendwas halt. Moment, ich meine, ah, nein, Katzen. Okay, weiter geht's.